Liebe, Liberté, toujours. Die Himmelsleiter, das war die allererste Himmelsleiter, die entstanden ist. Den Stein habe ich in Andorra gefunden. Ich heb den auf und sage, Andorra liegt so hoch, dass da die Wolken auf der Straße liegen. Und so ist die Idee zur ersten Himmelsleiter entstanden. Die zweite ist schon eben die Form des Ringes, der Kreis, die Form der Vollendung. Und wie Jakob eben schon gesehen hat, wie die Himmelsleiter herabgelassen wurde aus den Wolken heraus und die Engelchen auf und ab gestiegen sind, so steigen bei mir kleine geflügelte Hasen auf diesen Himmelsleitern auf und ab und geben die Vielfalt der Gedanken mit ihrer Form wieder. Ich habe noch nie eben eine Arbeit entstehen lassen, nur mit dem Gedanken, ich werde sie verkaufen, sondern diesen Gedanken darf ein Künstler ja gar nicht denken, sonst kann keine Kunst entstehen. Es ist etwas in mir, das sich eben genau in diese Formen und Gedanken bringen lässt durch meine Hände. Das war der allererste Blütenring, den ich gearbeitet habe. Aus dem sind die Ideen der Blumenringe entstanden. Da gab es noch überhaupt keine Blumenringe. Irgendwo in einem Geschäft habe ich schon am Blumenring gearbeitet gehabt. Da bin ich in Venedig gewesen, in einer Glasmanufaktur und habe zugesehen, wie eben Glas geschmolzen wird. Und dieser kleine grüne Blütenstempel ist gerade eben aus dem Ofen genommen worden und ist eben geformt worden. Dann habe ich nachher einen dieser Glaskünstler gefragt, ob ich diesen Teil haben darf, ihn mitgenommen und wusste noch nicht, dass das der Grundstock sein wird für diese floralen Arbeiten. Und bei mir ist es so, ich nehme ein Material, lege es auf, nehme die Teile und lasse sie aneinander wachsen, gedeihen und entstehen und lasse sehen, was daraus wird. Aber Glaube, Liebe, Hoffnung, es ist die wogende Welle, die aus dem Meer kommt. Und mit jeder Bewegung gibt sie uns Glaube, gibt sie uns Liebe, gibt sie uns Hoffnung. Diese kleinen hölzernen kinetischen Bewegungsobjekte hat mir die Natur gegeben. Der Strand. Ich gehe am Strand und meistens ist das erste Stück, das ich aufhebe, schon ein Objekt. Und dieser kleine Vogel hat diesen Wurm aus dem Strand herausgezogen. Und die schöne Bedeutung dieses Stückes, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das Auge gegen den bösen Blick, das wandert dann immer mit. Der Rest war schon im Holz drinnen, das Auge. Ich habe nur eben diesen Punkt drauf gemacht und die. Die Schale schmiegt sich genauso an die Hände an und lässt einen eben diesen Hohlraum spüren und empfinden. Deshalb ist es eine Vogelerbse. Ganz eine neue Züchtung. Und die kleinen Vögelchen machen dann auch noch Musik. Ich bin nicht verspielt.